Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinas. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Das Video heute ist tatsächlich so ein ganz spontanes Video, weil ich hier generell heute schon den ganzen Tag an meinen Aquarien gearbeitet habe, unter anderem am Dorfaquarium. Ja, ich bin es endlich angegangen und bin auch tatsächlich ganz zufrieden. Werde euch da dann auch irgendwann dann ein Update geben. Genau, und bin heute quasi irgendwie so in Aquaristikstimmung. Hab hier auch noch so mehrere Projekte gleichzeitig laufen im Moment. Genau, und jetzt gerade, deshalb habe ich mir auch gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Heute so eine gemütliche Runde hier mit Kerze und schönem Aquarium drumherum. Möchte ich heute so ein bisschen an meinem, hier am Schreibtisch-Aquarium sollen, der ein oder andere kennt es vielleicht, diese Pflanzenvasen rein, also aber auch nur zwei Stück, weil, also hier sieht man es ja auf jeden Fall, hier ist so eine kahle Stelle und ja, wo jetzt hier der Soll steht, naja, ihr seht das jetzt nicht, aber ich zeige euch das auf jeden Fall nachher nochmal. Habe ich so im Hintergrund zwei kahle Stellen und habe mir jetzt vorgestellt, dass ich diese Pflanzen montieren werde an den kahlen Stellen und habe dafür auch tatsächlich so recht besondere Kryptokorynen hier. Ich zeige euch das. Und zwar, gut, und das, was ich jetzt hier angedacht hatte für die, heißen die Pots, das sind für mich Pots, keine Ahnung, ob man die so nennt, habe ich einmal die Kryptokoryne Tiger. Ich weiß nicht, ob einer von euch kennt. Die ist auch sehr fein, ne? Also lange, feine Blätter und die Musterung. Also ich kann mir vorstellen, dass sie super interessant wird, ne? Das ist jetzt natürlich hier als in vitro. Ich weiß nicht, ob man das Tigermuster erkennt. Ein bisschen vielleicht, ne? Naja. Ja, die hatte ich auf jeden Fall angedacht für einen Pot. Und für den anderen die Kryptokoryne Green Gecko. Ich muss gerade nochmal nachdenken, wie sie denn jetzt hieß. Genau, die sieht tatsächlich so als in vitro sehr unspektakulär aus, wird aber total hübsch. Also ich hoffe natürlich, dass das bei mir dann auch so der Fall sein wird. Aber ich gebe mir Mühe. Also ich wollte die Pots tatsächlich auch mit Säulboden füllen. Beste Grundvoraussetzungen quasi. Und dadurch, dass die Pots ja recht weit oben sind, direkt am Licht, hoffe ich einfach. Plus, ich dünge dieses Becken ja auch, dass das dann ausreicht, damit sie schön werden. Ich habe tatsächlich auch Bio-CO2 hier, habe ich immer noch nicht geschafft zu montieren. Dann jetzt dann vielleicht irgendwann mal. Also für die Vasen habe ich jetzt tatsächlich, also nicht nur für die Vasen, eigentlich ist der Soll für mein Caridina Livestream-Projekt. Na, ich wollte ja ein Caridina Aquarium Live einrichten. Aber ich glaube, so ein bisschen kann ich abzwacken, oder? Ja, und ich habe eben schon mal geschaut. Ich war mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob ich jetzt Powder bestellt hatte. Aber es ist kein Powder, genau. Weil in diesen Vasen ist unten nämlich ein Loch. Also sollte man vielleicht wissen, ne? Bevor man irgendwie vorhat, da Sand reinzupacken oder so. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wie mache ich das denn jetzt? Wäre ja vielleicht ganz klug, das einfach mal hier so zu befestigen. Ach ja, wenn das jetzt abgeht, habe ich die Arschkarte, ne? Nun ja. Und dann füllen wir das einfach mal hier so ein bisschen. Wie viel machen wir denn? So.
Das ist, glaube ich, schon zu viel jetzt. Und überall ist wieder Dreck, wie immer, wenn man an den Aquarien arbeitet. Entweder ist alles voller Wasser oder Dreck. Beziehungsweise Kies. So, ist schon ganz schön voll jetzt. Die Krümel, die packen wir da auch noch mit rein. Das teure Zeug, das verschwende ich jetzt hier nicht, ne? So. Gut, wie machen wir das? Also, jetzt müsste ich es halt nicht mehr abbekommen, ne? Ach Gott. Okay. Ja. Ich packe jetzt mal. Ach ja. Ihr wisst es, ne? Schreibtisch Aquarium. Das ist immer besonders spaßig, dran zu arbeiten. Weil das alles so eng ist. Jetzt gucke ich mal. Seht ihr das denn? Ja, ne? Gucken wir mal, dass sich das jetzt hier langsam mit Wasser füllt. Ups. Oh, das ging besser als erwartet jetzt hier. Muss man sich wirklich jede Handbewegung genau planen oder gut überlegen. So, ich hoffe, dass das auch hält. Ne? Ich würde mich ja richtig aufregen, wenn das irgendwann abfällt. Aber ich hoffe nicht. Also ich hatte vor, noch keine Ahnung wie viele Jahren, schon mal diese Teile. Ich finde die eigentlich echt gut. Ist halt mal was anderes so. Ne? Muss ich nur gucken, dass die Kryptogrüne dann nicht aus dem Wasser ragt. So, ich zeige euch das jetzt. Ich nehme, habe ich jetzt eine Pinzette? So, ich nehme jetzt hier meine Kryptokoryne Tiger. Ich glaube, da ist noch irgendein, auch noch ein anderer Name dazwischen. Für mich ist das jetzt die Kryptokoryne Tiger. Und dann seht ihr was. Ich drehe euch mal. Na, komm. Ein bisschen runter. So. Und dann, ihr kennt es von meinem Neocaridina-Video. Ich habe immer diese Drehbewegung. Bei Sand klappt das wunderbar. Hier nicht. Super. Ich glaube, ich habe es auch einfach zu voll gemacht, ne? Neuer Versuch. Vielleicht muss man da ein bisschen rabiater vorgehen. Genau. Sieht man es denn ja, ne? So. Super. Ja, Nummer 1 wäre untergebracht. Das ging ja jetzt schnell. Dann machen wir jetzt mal Nummer 2. Ja, das war jetzt Nummer 1. Jetzt kommen wir zu Nummer 2. Ne? Und zwar die, ich kann es euch ja mal genau vorlesen. Kryptokoryne, wenn die Green Gecko. Mhm. Also in der Abbildung sah es so aus. Dass die Blätter, ich suche mir jetzt mal hier eins aus, boah, hier sind auch echt viele drin, ne? Crazy, crazy. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich so eine immerse Pflanze erwischt habe oder so und mein Glück noch nicht weiß. Habe ich jetzt. Ich habe hier unten noch so ein, von gestern, so ein Behältnis mit Wasser, wo ich halt quasi den Nährboden von der Pflanze abwasche. Habe ich jetzt eben bei der Tiger nicht gemacht, weil ich dachte, da ist nicht so viel dran. Wir haben ja auch ein laufendes Becken. So, ja, habt ihr das jetzt gesehen? Ich habe die Wurzel so ein bisschen gekürzt. Ich mache das immer so ganz unprofessionell mit meinem Fingernagel. Hier ist auch noch so ein Stück. Ist auch noch ab. So. Genau. Ach ja, wir haben unseren zweiten Pott ja noch gar nicht. Ja, die chaotische. Ich habe mich jetzt mal aufs Comedy-Video darauf zurückzukommen. Die ist auf jeden Fall von mir inspiriert, ne? Also von meinem chaotischen Aquaristik-Dasein, sagen wir mal so. Gut, hier haben wir wieder unser. Ist schon Glas, ne? Ich habe jetzt irgendwie gedacht, weil das so leicht wäre, das wäre kein Glas, aber.
Das hält ja bombenfest hier. Ei, da raus. Komm, ey. Ich habe mir schon zwei Nägel abgebrochen. Wenn jetzt noch der dritte, dann flippe ich aus. So. Kleben das wieder ganz professionell hier dran. Oh, das hält aber diesmal nicht so gut. Oder ob ich die andersrum machen muss. Irgendwas stimmt mit dem Saugnapf nicht. Wir wechseln das einfach mal. So. Oh Gott, Herzinfarkt. Ja, was ist denn los mit euch? Wollt ihr nicht halten? Also der eine hat irgendwie einen Hau weg, glaube ich. Aber vielleicht klappt es im Wasser besser. Mal abwarten. Nicht immer gleich so negativ sein, ne? So, jetzt haben wir wieder unseren Soll hier. Füllen. Ja, super. Die Krümel, wie immer, die sammeln wir auf. So, Pot Nummer 2 wäre jetzt auch fertig. Ich gucke mal, dass ich das hier gelöst bekomme. Schön. Jetzt muss man mal gucken. Da muss ich euch auf jeden Fall drehen, sonst seht ihr ja gar nichts. Jo, da wären wir. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier wieder. Ach, ich habe mal Angst vor dem Becken. Okay, ich stelle mich besser hin. Schief. So, jetzt ist gerade. Genau, da soll ja dann hier die Green Gecko rein. Gucken wir mal, seht ihr das denn? Ja, ne? Ah, fällt jetzt wieder. Eieieiei. Die hält halt aber auch einfach überhaupt nicht. Boah, das fuckt mich jetzt richtig ab. Nein, bleib doch einfach drinnen. Nee, das ist jetzt mal genau so, wie es eigentlich nicht laufen soll. Ne? Es liegt die Hälfte auf dem Boden. Und richtig drin ist die gefühlt auch nicht. Naja, sie wird wohl festwachsen, ne? Was? Ah ja, gut, der Soll liegt halt irgendwo da im Hintergrund. Den sieht man ja nicht so richtig. Nun gut. So. Ja, ihr könnt schon mal einen Kommi da lassen, ob das was so für euch ist, sowas, so eine gemütliche Runde hier, ne? Weil das mache ich halt ganz oft, auch abends. Wenn ich sonstiges zu tun habe, sitze ich halt hier und mache irgendwas im Aquarium. Ja, und wenn euch das zusagt, dann kann ich euch auch mal öfters mitnehmen. Nur bisher dachte ich immer, so ist halt irgendwie nicht so spannend, aber naja, wer weiß. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Fische hier. Wo ist es? Ich zeige euch mal was. Wow. So, schaut mal, Pflanzenpott Nummer 1, Pflanzenpott Nummer 2. So sieht das dann von Weitem aus. No. Ich finde es eigentlich ganz, ganz nett. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass die Bacopa, die habe ich jetzt letztens hier geschnitten, dass wenn die dann hochwächst, dass sich das Loch in Anführungszeichen auch füllt. Ja. Ich glaube, kann man so lassen, ne? Oder? Was sagt ihr? Ich bin halt wirklich gespannt auf die Green Gecko. Also, weil die sieht so unspektakulär aus.
Ich meine, hier bei der Tiger, die kann ich euch ja jetzt auch mal von Namen zeigen. Die sieht halt schon noch was aus, ne? Vielleicht kann ich auch mal eine Makroaufnahme machen. Jo. Also da ist schon so abzusehen, in welche Richtung das geht. Und bei der Green Gecko ist es das halt nicht. Also da ist es irgendwie schwierig. Ich bin absolut begeistert von den Reisfischen, ne? Ich finde die so toll. Ja, die fühlen sich auch richtig wohl, habe ich das Gefühl. Also, ja. Mal schauen. Vielleicht hole ich auch noch mal ein paar nach oder so. Sind ja jetzt nur 10 drin. Ach ja, und von den Ringelhechtlingen, genau. Da habe ich, glaube ich, derzeit, wie viele habe ich denn hier drin? Ich glaube 5. Wo sind sie denn jetzt hin? Sind natürlich nicht so viele, ne? Da würde ich auch gerne noch aufstocken, mal mindestens auf 10. Ja. Nun gut. Ja, so sieht's halt hier am Schreibtisch aus. Ich sitze hier wirklich super gerne. Also, ne, wenn man hier irgendwie Schriftkram oder so macht und dann, ne, man sitzt hier so und macht so sein Zeug und dann guckt man so und ist halt einfach schön. Ja. Ich könnte mir tatsächlich auch noch irgendwas für den Boden an Fischen oder Getier vorstellen, aber ja, das dürfte dann auch jetzt kein großes Trüppchen mehr sein. Also irgendwie was, was vielleicht so einzeln oder zu zweit haltbar wäre. Ja, also Panzerwälzer, da bin ich halt generell nicht so begeistert von, aber vielleicht eine Grundel oder so. Was denkt ihr, eine Grundel? Diese Pastellgrundeln finde ich auch sehr schön. Weiß jetzt aber nicht, welche Wasserwerte die brauchen. Nun gut, ja, so viel hier vom Schreibtisch Pflanzenpott. Ja, ich glaube, wir wären dann damit jetzt auch soweit durch. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Oder einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder aber aktiviert doch die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ach ja, und Insta, ne? Leute, Insta ist immer noch sehr aktiv, so. Ja, da nehme ich euch auch regelmäßig mit, so. Das ist so quasi so, bei mir ist das immer so ein Ding zwischen YouTube und Insta. Also wer quasi bei beidem so dabei ist, ist immer so, ja, bei allem up to date, so, ja. Nun ja, aber ich versuche das natürlich auch immer hier dann nochmal alles irgendwie so nachzuholen, weil doch so unter der Woche einiges passiert, ne, und ich ja mich dann auch für Videos irgendwie entscheiden muss und nun ja, wenn wir dann so Formate haben wie das Neo-Carolina-Format, ne, wo dann von der Woche halt ich dann so nichts berichten kann, ja, ist dann schwierig. Nun ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geguckt habt. Und ja, würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.